C-O-N-S-I-S-T-N-C-Y. Ich hoffe, das war richtig. Aber heute sprechen wir über Consistency. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ganz ehrlich, heute werde ich euch die Sache verraten, von der ich komme gerade vom Snowboarden auf der Zugrückfahrt. Von der Zugspitze habe ich mit meinem Bruder ein bisschen einfach über das Leben, über Erfolg und so weiter gesprochen. Und es ist so krass eine Sache aufgefallen, dass einfach eine Sache gibt, die einfach der grundlegende, die grundlegende Variable für jeglichen Erfolg ist. Egal, welche Person du dir anschaust und egal in welchem Bereich, also egal welche Sportart oder auch welchen Lebensbereich oder was für eine andere Sache, in der man Erfolg haben kann, du musst diese eine Variable erfüllen, ansonsten wird es nicht passieren. Und auf der anderen Seite ist genauso auch, es ist sau schwer, die Sache zu erfüllen, zum einen schon mal schwer zu machen und gleichzeitig ist es langweilig. Und zwar Consistency oder auf Deutsch auch einfach Konstanz. Und Konstanz ist ja im Prinzip super leicht zu verstehen, ja. Du musst halt einfach nur konstant machen. Das hören wir auch immer wieder, ja. Du musst einfach nur dranbleiben. Einfach nur durchziehen. Einfach nur. Man sagt einfach nur, weil es vom Verstehen her einfach ist. Ja, jeder versteht sofort, ja, du musst halt jedes Mal, jeden Tag wieder machen. Aber das dann wirklich auch zu machen, kennst du ja selbst vom Lernen bestimmt, ist halt eben nicht einfach. Und die Frage ist, wie können wir das schaffen? Ja, stell dir mal wirklich vor, du würdest jegliche Sache, die du dir vornimmst, immer konstant machen. Ist dir bewusst, was für ein krasses Leben du dadurch bekommen würdest? Ist dir bewusst, was für krasse Resultate du in der Oberstufe bekommen würdest? Dass dein Traumabi auf einmal eigentlich gar kein Problem mehr wäre? Im Prinzip ist mein Bruder und mir auf der Zugfahrt aufgefallen, dass Erfolg im Prinzip mit einer ganz einfachen Variable beschrieben werden kann. Und zwar Consistency times Strategy. Also Konstanz mal Strategie. Das heißt, wie machst du die Sache und wie oft und wie lange machst du sie? Und wenn das erfüllt ist, boom, dann hast du es. Dann hast du es. Und Strategy gibt es natürlich viele Lernmethoden und so weiter, die es ja auch hier 100.000 Sachen auf dem Kanal gibt. Aber das Ding mit der Konstanz, Dinge regelmäßig und jeden Tag zu lernen, sich in jeder Unterrichtsstunde wieder zu beteiligen, sich auf jede Klausur gut vorzubereiten, jeden Morgen früh aufzustehen, jeden Morgen vielleicht zu meditieren, Sport zu machen, all diese Dinge, das ist eben nicht leicht. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das schaffen? Aber bevor wir das klären, stelle ich erstmal die Frage, warum ist es denn so schwierig, es überhaupt zu machen? Das heißt, warum schaffen es die Leute nicht? Und das ist im Prinzip ganz einfach. Unser Kopf, unser Gehirn, unser ganzes Körpersystem ist im Prinzip darauf ausgerichtet, neue Dinge zu entdecken. Weil es war früher einfach sau wertvoll, wenn du neue Dinge entdeckt hast. Ja, zum Beispiel, wenn du irgendwie gemerkt hast, oh, das ist eine neue Wasserstelle. Sau wertvoll. Wenn du neue Beeren entdeckt hast, die man vielleicht essen konnte, sau wertvoll. Das heißt, unser Kopf ist sehr stark auf neue Dinge ausgerichtet. Und Dinge, die wir bereits kennen, blenden wir aus. Also, ihr merkt das, kennt das zum Beispiel, wenn du, nehmen wir ein richtig bescheuertes Beispiel. Als du das allererste Mal in die Schule gegangen bist, warst du total aufgeregt. Erste Schultag, oh mein Gott, erste Klasse, oh Gott, 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 Gott. Jetzt, wenn du in die Schule gehst, na, ich gehe in die Schule. Ja? Und genauso ist es zum Beispiel auch für mich mit den YouTube-Videos vielleicht. Ja? Wenn du das dein allererstes YouTube-Video aufgenommen hast, die von euch, die vielleicht sogar echt einen YouTube-Channel haben, die wissen, wie das ist. Wenn du dein allererstes YouTube-Video aufnimmst, du bist, oh shit, 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 shit. Jetzt setze ich mir hin, spät am Abend, denke ich, so kurz bevor ich noch ins Bett gehe, komm, nehme ich doch schnell noch ein paar Videos für die Community auf. Hocke mich hin und easy, ja, ich bin jetzt nicht groß aufgeregt, ja. Warum? Weil unser Kopf, sobald er eine Sache öfter gemacht hat, senkt er einfach die Emotionen, du hast nicht mehr diesen Ausschlag, dieses oh shit. Gleichzeitig, das wird jetzt erstmal nicht so schlimm, dass die Emotionen runtergehen, ist ja okay, wenn wir Sachen wiederholt machen, dass dann die Emotionen weniger werden, ist ja erstmal okay. Das Problem ist aber, wir Menschen sind so stark durch Emotionen gelenkt und suchen auch immer diesen emotionalen Spike, deswegen ist ja zum Beispiel auch dieses Ding hier, unser Handy. Warum gehen wir ganz auf Instagram? Weil wir die ganze Zeit so einen Dopaminkick bekommen. Warum essen wir gerne Zucker? Warum machen wir gerne Abenteuer? Warum machen wir gerne aufregende Aktivitäten? Ganz einfach. Du hast immer einen Spike, du kriegst immer Emotionen, Dopamin, bam, 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 bam. Und jetzt natürlich die Sache, wenn du konstant eine Sache machen möchtest, dadurch aber die Sache selbst weniger Emotionen in dir erzeugt, du aber vor allem auf der Suche nach neuen, spannenden, aufregenden Emotionen bist, dann steht sich dem natürlich direkt im Weg. Und deswegen, das ist im Prinzip der Knackpunkt, warum du es so selten schaffst, konstant zu bleiben. Weil du dir denkst, zum Beispiel, keine Ahnung, neues Jahr, sagst dir,
boah, fuck ja, ich fange jetzt an, jeden Morgen 5 Kilometer zu laufen. Am ersten Tag, yeah, 5 Kilometer laufen. Zweiten Tag, yeah, 5 Kilometer. Dritten Tag, yeah, 5 Kilometer laufen. Und auf jeden Fall denkst du, jetzt bin ich schon dreimal 5 Kilometer gelaufen, so, was muss ich jetzt tun? Auch schon wieder 5 Kilometer laufen? Und denkst du, ja, Bro, oder dein Trainer sagt, wenn du vielleicht den Coach oder so hast, ja, einfach wieder. Denkst du, kann doch nicht sein. Kann nicht sein. Wieder und wieder und wieder. Aber genau ist das hier Ding. Wieder und wieder und wieder und wieder. Und um das zu schaffen, hast du jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst die Emotion raus, weil wenn natürlich die Emotionen von was Neuem stärker sind als von der gleichen Sache, als die gleiche Sache wieder zu tun und dein Kopf die ganze Zeit da durch sich überlegt, was macht mehr Emotionen, ist klar, dass du immer zur neuen Sache oder einer anderen Sache tendieren wirst, als zu der gleichen Sache immer wieder, die aber viel wertvoller wäre, wenn du sie konstant tun würdest. Das heißt, in einer Möglichkeit ist, sei es die Emotion rauszunehmen, weil wenn weder das Gleiche noch das Neue kaum wirklich Emotionen in dir auslösen, dann ist es für dich auch wesentlich einfacher, sich für die Sache zu entscheiden, die du die ganze Zeit sowieso schon gemacht hast. Wie kannst du das schaffen? Zum Beispiel durch Meditation. Jetzt ist es nicht so, dazu habe ich auch das Video gemacht, deswegen check unbedingt hier rechts oben mal das Video ab zu Meditation oder jetzt genannt, ich glaube die wichtigste Gewohnheit für deinen Traumabiturschnitt. Check es unbedingt mal ab, ich sage es mit das wichtigste Video eigentlich, weil das im Prinzip genau die Lösung für das ist, was wir hier gerade besprechen. Wenn du meditierst, ist es nicht so, dass du dann weniger Emotionen spürst oder auf einmal ein Geist wirst oder was auch immer, was da für ein Bullshit alles möglich kursiert, sondern für diejenigen, die schon öfter meditiert haben, ihr wisst, was ich meine, wenn du einfach morgens meditierst, du bist einfach in so einem ruhigen Zustand. Du bist einfach von deinen Emotionen, die vielleicht aufkommen würden, die treffen dich nicht so krass. Das heißt, selbst wenn du dann vielleicht vor einer Wahl stehst zwischen einer Sache, wo die Sache, die du die ganze Zeit schon tust, wie zum Beispiel konstant weiterlernen, ja, die dich eigentlich langweilen würde und vielleicht ans Handy gehen, was viel aufregender wäre oder mit Freunden rausgehen oder du sollst natürlich trotzdem Freunde haben, während du lernst, also ganz klar, aber es gibt natürlich immer ständig Abhängigkeit, deine Mutter kommt rein oder Serien oder was auch immer, das ist immer spannender und neuer. Und jetzt ist aber das Ding, wenn du schaffst, dass du durch Morgensmeditation oder auch Mittagsmeditation oder was auch immer viel ruhiger bist, dann bist du nicht mehr so impulsiv, du gehst nicht mehr so schnell zu diesen neuen, spannenden, aufregenden Dingen und dir fällt es viel, viel leichter eben bei den konstanten Sachen zu bleiben, wie eben dem Lernen. Die zweite Sache, die du machen kannst, das ist eben die zweite Möglichkeit, wie du es lösen kannst, ist einfach, dass du die Emotionen auf Seite des Gleichen erhöhst. Das heißt, du kannst nicht wirklich was daran ändern, dass die anderen Sachen oder die Ablenkungen spannend sind. Das ist eine Ablenkung. Ja, dein Handy ist spannend, Freunde sind spannend, deine Mutter ist vielleicht spannend, zumindest spannender als das Lernen. Und egal was ist, und dein fucking Rubik's Cube, den ich so gerne immer nehme, wenn der an deinem Schreibtisch steht, der ist vielleicht auch spannender. Ja, alles auf einmal spannender als das Lernen. Das heißt, was musst du machen? Erhöhe die Emotionen beim Lernen. Es kann natürlich allein schon so funktionieren, dass du einfach das Lernen spannender gestaltest. Macht natürlich mega Sinn. Aber die eine Sache, die ich euch da vor allem mit auf den Weg geben möchte, ist, versucht dann wirklich mal sowas aufzuschreiben, wie, okay, da habe ich gelernt, da habe ich gelernt. Arbeite wirklich mal mit so einer Kreuzliste, weil das ist so simpel, aber es ist gleichzeitig auch so wertvoll. Wenn du wirklich immer ein Kreuz machst, wenn du jeden Tag gelernt hast, es ist für dich emotional wichtig, dass diese Kreuze beibehalten bleiben. Also wenn du zum Beispiel einen Kalender hast, du machst immer ein Kreuz, wenn du 2 Stunden gelernt hast oder was auch immer, und du hast hier schon seit 18 Tagen konstant 2 Stunden mindestens gelernt, dann wirst du auch am 19. Tag lernen wollen, weil du willst dieses Streak einfach nicht einreißen lassen. Das heißt, du hast eine hohe emotionale Verbindung mit was eigentlich total langweilig wäre. Und so schaffst du es wirklich dauerhaft, permanent und effektiv konstant zu bleiben. Und das wird dich garantiert dahin bringen, wo du möchtest, egal wo in deinem Leben. Und natürlich im allerersten Sinne hier auf diesem Kanal zu deinem Traumabiturschnitt. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Especially if it's my dream, I can't let none of these looks in vain. No, my city's blessings, I can't.